Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Die Musik ist etwas lauter geworden und wir machen noch ein paar Übungen. Dann hoffen wir mal, dass der Enderdrache uns nicht direkt ins Nichts kickt. Und dann geht's los. Fight gegen den Enderdrachen. Los! Schnell hoch, schnell hoch, schnell. Verdammt. Da warten wir erst, bis er einmal vorbeifliegt. Weil da oben ist noch was drauf. Da ist er vorbeigeflogen. Go, go, go. Schneller, 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 schneller. Ich dachte, ich brauche keine Schaufel, ne? Okay, da ist er. Wir sind jetzt immun gegen hier. Können wir ruhig angucken. Passiert nichts. Da hinten fliegt er gerade. Wir fangen erstmal an, oben die... Wow. Okay, er fliegt gerade durch die Dinge durch. Ich kann es euch auch gleich mal zeigen, wie er geheilt wird, aber ich versuche es mal. Ja. Ha, ich habe ihn getroffen. Solange er diesen Strahl hat, wird er die ganze Zeit geheilt. Geh weg! Ich könnte mich natürlich auch einfach hochbauen. Ich könnte natürlich auch die Endermänner angreifen. So, tschüss. Ah, hör. Tschüss. Ah, ihn zu treffen ist auch gar nicht so einfach. Gerade wenn er oben fliegt. Wir haben ja unendlich Schuss. Komm, geh weg. So, da sehen wir. Also wir haben gesehen, seine Health Bar. Alter, Alter. Ganz schön aggressiv, der junge Freund. Komm her. Nee, eigentlich will ich nicht, dass er herkommt. Ah, knapp vorbei ist auch daneben. Komm jetzt. Okay, das da kann man kaputt machen. Aber er hatte ganz kurz Leben verloren. Bam. Wurde danach sofort wieder geheilt. In dieser Verbindung. Oh, super, den Hammer. Brauchen natürlich nicht alle zerstören. Aber natürlich alle so in der näheren Umgebung wäre schon optimal. Super. Die ja, die hier so niedrig sind, trifft mir eigentlich auch gut. Ja, sprach's und schoss daneben. Und der nächste? Nein, Los jetzt! Ja, was denn, Enderlein? Na? Ja, solange aber da hinten immer lang fliegt, heilt er sich immer. Soll ich vielleicht doch anfangen, erstmal alle von dem Fallern hier zu zerstören. So, hier die Seite ist ja erstmal clear. Das sieht so im Grünstich. Ah, so unwirklich aus. Ah, tschüss. Ah, hat Leben verloren. Jetzt hält er sich aber wieder. Ja, weg. Komm jetzt. Ah, zu niedrig noch. Oh, der fliegt uns nicht gerade an. Nur noch zu niedrig. Wo ist er? Er hat nicht mehr viel. Komm jetzt. Kann's doch nicht sein. Geh doch. Da hinten gibt er rum. Hä? Ich wollte gerade sagen, sah so aus, als ob er... Ja. Endermans kann man übrigens nicht mit Pfeilen treffen. Kleine Nice-to-Know-Info mal. Insgesamt mit jedem Projektil weichen sie normalerweise aus. Hau bloß ab. Nicht getroffen, war eigentlich klar. Ab.
Schneckenfix. Komm, reck dich. Uhu. Und komm jetzt. Schön. Da hinten das noch. Hammer. Ist doch nur noch das da. Verschwinde. Hammer's? Nein, natürlich nicht. Kommt wieder. Hau gleich ab. Ah, er hat das eine Heilding noch gefunden. Ah. Das hat ihm gleich Schaden gemacht, während man das zerstört. Oh nein, da hinten ist noch eins. Was ist denn da hinten noch eins? Okay, 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 Hammer. Nee, haben wir immer noch nicht. Komm jetzt, treff. Gut, wo ist er? Da. Okay, ich habe jetzt sonst kein weiteres im Blick. Also, komm her, mein Freund. Oh mein Gott, der Bogen hat aber schon gute Haltbarkeit verloren. Vielleicht warte ich lieber, bis er mich anfliegt. Kann ich immer noch mit einem Schwert draufhauen? Oh, getroffen. Stirb! Na komm, und. Na, schade, warum habe ich ihn vorgehittet? Hätte ich ihn schön mit einem Diamantschwert eins ins Gesicht geben können. Die Endermen stellen sich schon rund ums Feuer. Was ist das eigentlich, was da noch ist? Los jetzt! Und in deinem Popo. Ich hätte den anderen Bogen gleich mitnehmen sollen. Na? Treffer. Na komm her. Alter, hat der viele Leben. Nächstes Lied. Ich brauche Kampfmusik. Mist. Ja, okay, das ist zwar nicht wirklich Kampfmusik. Außerdem habe ich jetzt schon zwei Fliegen hier. Unfassbar. Los jetzt, Boss. Alter, hat der mehr. Nee. Ah, er macht die Enderman selbst kaputt. Komm her. Sieht so cool aus, wenn man so aus dem Schlag heraus blockt. Nee, nee, ich will nicht, dass du woanders hingehst. Nicht, dass du noch so ein Heilding nochmal findest. Komm doch runter! Hast du Angst vor mir? Pussy! Come on! Oh hier! Slenderpearl! Wie viel Schaden hat das ihm jetzt gemacht? Das habe ich jetzt nicht so wirklich beobachten können. Na komm her! Komm her! Wir gucken kurz seine Helfer an. Und, ja. Ah, ein Strich, oder? Ah, dann brauchen wir jetzt nur noch ein paar Hits. Ah, die Vorbereitungen haben sich gelohnt. Ey, wenn ich vorstelle, als ich beim ersten Mal, als ich rein bin, wenn wir da mit Gesamtequip reingelaufen wären, ey. Lol. Hast du mal zwei Endermen runtergeschubst von oben? Komm mal her! Komm her! Enderdrache! Komm! Du Mutti! Genau, du! Ha, getroffen! Komm her, komm, komm, komm! Come on, get me! Get me! Nicht da drüben, hier! Wenn er jetzt noch ein Heilding findet, ich kotze so ab. Komm! Komm her! Komm her! Ich würde mich auch gerne auf sowas hochbauen, um ihn besser zu sehen, aber wenn er mich da runterschubt, Fall Damage tut halt weh. Na komm, na komm. Nein, nicht weiterfliegen. Dann halt so.
Komm hier. Na schade, ich dachte, ich treffe ihn nochmal mit einem Schwert extra. Komm jetzt. Verdammt. Was ist das eigentlich? Ist das hier Obsidian? Ich glaube schon. Komm. Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Schnell mal die Enderpearl nach oben tun. Komm, komm. Ah, das Geschoss ist zu langsam. Komm, niedriger, mein Freund. Stück Essen. Mehr. Nee, ich dachte, er fliegt auf mich zu. Macht komische Kreise. Komm her, komm. Hier bin ich doch. Nicht wegfliegen. Los jetzt! Nein! Ah. Ja, wir haben fast auf Hälfte Leben runter. Komm jetzt her! Come on! Come on! Come on! Come on! Ja, genau du! Genau du! Genau so! Genau so! Zack! Zack! Und komm! Na, nicht am Schwanz erwischt. Na, da lenkt er ab. Komm hier! Komm, komm! Genau du. Genau so will ich das haben. Zack. Ich krieg aber echt nur einen Hit hin. Und, na, ist niedrig. So, regenerieren wir uns mal. Ach, stellt euch mal vor, die Endermans würden uns hier angreifen noch alle, ey. Da haben wir sowas von Knülle. Komm, komm. Jetzt kritten. Ja, schade. Nicht mal einen Kritschlag hingekriegt. Aber wir sind unter die Hälfte gekommen. Oder haben wir wieder getroffen? Komm mal. Komm, komm. Habe ich eigentlich meine Spitzhacke dabei? Nein, ich habe meine Spitzhacke nicht eingepackt. Bin ich doof? Ah, da fliegt er wieder weg. Dann kann ich das Drachenei gar nicht abbauen. Kann ich das eigentlich danach nochmal abbauen? Ich glaube nicht. Aber egal, wir werden eh die Welt verlassen und neue gründen. Ha, hab ich dich. Nein, 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 oh, fast. Wieso porten die sich eigentlich hinter ihm her? Ist er eigentlich ihr Gott? Bin ich ihr Gott? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Los, Drache. Na, er zieht viel zu schnell ab. Komm, und, on. Na, nicht getroffen. Komm, so wärst du nicht mehr, Pussy. Na, dreht ab. Na, fast. Nee, so nicht. Na, Enderman, alles gut? Komm runter. Ich brauche mal spannendere Musik hier. Come on! Treffer! Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Ich hab gerade so triviale Ideen, die ich irgendwie nicht unbedingt weiterführen möchte. Ah, close enough. Ah. Ja. When I can fly, ja. Weil ich könnte mich ja töten lassen und dann mit Fix unsere Spitzhacke zu holen, aber nicht, dass er sich da wieder voll geheilt hat. Das wäre zu risky. Zu risky, meine Freunde, zu risky. Wir müssen jetzt auf das Drachenei leider verzichten. In der neuen Welt machen wir das vielleicht dann nochmal. Treffer! Aber ich glaube, ich versteife mich jetzt mal lieber aufs Schwert, weil der Bogen macht gleich schon die Biege. Come on! Komm, jetzt! Ja, genau so!
echt nicht zweimal hintereinander treffen, kann das? Na komm, mach einen neuen Anflug auf mich. Ja, komm in meine Risse rein. Heißt das eigentlich, man kann ihn dann abbauen? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal später ausversuchen. Oder auch ausprobieren. Komm, Drachlein. Komm, Anna. Komm her. Komm her. So, komm. Verdammt, aber das war close enough. Komm jetzt. Der will mich nicht. Das Essen. Was her? Komm. Komm, 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 komm. Alter, wie viele Pfeile ich schon verschossen habe, ich will es gar nicht wissen. Komm, komm. Oh, habe ich jetzt aus den Enderman angeschossen? Na, den kann ich ja damit nicht treffen. Treffer. Wow. Sind sich alle hinter ihm her. Ja, aber guck, wir sind da ihm hergehen. Ha, ich habe ihn zweimal getroffen. Und nochmal. Nein. Ja, komm. Nicht so hochfliegen wieder. Ja, da steigt er schon wieder nach oben. Komm her. Komm her. Komm, genau, komm. Tiefer, tiefer. Nicht abdrehen, nicht abdrehen. Ah. Dreht er denn ab? Ich glaube, ich drehe gleich mal ab. Oh, sie haben ihn fast. Na. Komm schon. Komm schon. Du kannst mir nicht ausweichen. Dein Tod ist nur noch eine Frage von Minuten. Außer du bleibst da oben die ganze Zeit. Dann vielleicht von Stunden. Ja, genau. Komm. Ah, bis jetzt. Jetzt, wo er angreifen wollte, ne? Da hitte ich ihn natürlich. Los jetzt. Ah, close enough. Okay, komm, komm. Ach, wieder nur ein Hit. Ja, komm, fordert euch alle hinter ihm her. Muss mal kurz die Hand kratzen. Die Hand juckt. Oh, der glaube ich kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Komm. Und komm. Na. Ich würde ihn schon sehr gerne am Boden erschlagen. Ich will nicht, dass ich irgendwo in der Luft stirbt. Okay, komm. Und das! Nein, komm! Nein! Ja, ich hab... Komm, normal! Ja! Wir haben ihn! Oh, ganz viel EP! Mehr EP, ich will noch mehr. Level 77. Da oben ist das Ei drauf. Ist hier noch ein bisschen EP? Da ist das Ei. Und ich hab's zerstört, bin ich doof. Natürlich hab ich's zerstört. Bin ja auch voll gut. Ah ne, da drüben ist es. Lol. Hä? Ah. Enderman, nicht davor stellen. Es bewegt sich, wenn ich es poke. Aha, aha. Gut. Meine Freunde. 78 Verzauberungslevel. Ich will gar nicht mehr ausmalen, was ich damit alles machen könnte. Vielleicht ist hier noch irgendwo EP.
Während ich die versuche zu finden, bin ich stolz auf uns. Wir haben jetzt jetzt fast 150 Folgen gehabt. Ah, jetzt ist noch da verschwunden. Da ist es wieder. Und ja, bin stolz auf uns. Wartet mal, so war doch der Trick, oder? Daneben und dann so. Ich glaube, der Trick funktioniert nicht mehr, wie es aussieht. Eigentlich soll man diesen Block da abbauen und dann einfach so drauf. Scheint nicht mehr zu funktionieren. Vielleicht muss ich das Ei blockieren, dass es mir nicht davon springt. Oder ich brauche wirklich eine Spitzhacke dafür. Nee, egal. Das Ei holen wir uns für die neue Welt eh nochmal. Dann haben wir aber wahrscheinlich andere Ausrüstung. Und ja, ich danke euch dafür, dass ihr da gewesen seid. Und Horido Joho! Ja, nee, keine Sorge, ich rede natürlich doch noch dabei, während die Credits durchlaufen. Also offiziell haben wir jetzt Minecraft zu Ende gespielt. Aber natürlich ist das nur das Ende von dem, was wir erreichen können. I see the player you mean, Waverhood. Yes, take care. It has reached a higher level now. It can read our thoughts. That doesn't matter. I think we are part of the game. I like this player. It played well. It did not give up. It is ready our thought as though they were words on a screen. That is how it chooses to imagine many things when it is deep in a dream of a game. Words make a wonderful interface, very flexible and less terrifying than starting at the reality behind the screen. Screen, by the way. Wenn ihr euch den restlichen Teil davon durchlesen wollt, könnt ihr auch einfach auf Stopp klicken, weil ich glaube, ich lese dafür eindeutig zu langsam vor. Oha. Komische Wörter, Ink. Achso, gut. Diese Dinge kann man nicht. Ah, die können wir noch nicht lesen. Cool. Also, natürlich spielen wir weiter. Es wird aber anders werden. Minecraft, das Let's Play, wird sich verändern. Die Mods werden Dinge verändern. Und vielleicht werde ich mich auch verändern. Die Art und Weise, wie wir das Let's Play aber angehen, bleibt gleich. Ich freue mich einfach drauf, dass wir jetzt quasi noch einen großen Meilenstein für das Ende quasi der alten Zeiten haben und bin richtig begeistert auf die neuen Zeiten, neue Maschinen bauen, neues Haus oder ähnliches. Und ja, das wird auch gleichzeitig ein Ende sein für meine Zeit jetzt hier in Jena, weil ich auf jeden Fall nach Erfurt gehe und hoffentlich mit der Ausbildung anfange. Deswegen, das ist gerade, es passt alles. Es ist ein Teil von einem größeren Ganzen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch dafür, dass ihr dabei seid und dabei sein Wesen tut. Und hoffentlich auch weiter dabei bleibt. Das Projekt ist mir extrem wichtig und selbst wenn ich Arbeit habe, werde ich es weiterführen. Vielleicht mit weniger Zeit dann. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Waverhood, Player of Games. Genau, und das sind wir und nicht nur ich. Wir haben das zusammen erreicht und ich mache mich jetzt erstmal raus.
Ich hoffe, ihr habt dann auch Spaß bei dem Text und ja. Bis zum nächsten Mal. Thank you.